Huhu Leute, es geht wieder weiter mit Let's Play Assassin's Creed. Nee, Quatsch. Let's Play Hunted, Entschuldigung. Ich war gerade irgendwie beim. Was ist das denn für ein ekliges Ding? Irgendwie, ja, das ist immer blöd mit den Save Points. Die sind immer überall da, wo man sie nicht haben will. Alter, diese Teile regen auf. Ich werde wieder so verkacken, sage ich euch jetzt schon. Au, 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 au. Au. Machst du? Ah. Wenn ich jetzt noch einmal angesprungen werde, ich werde sterben. Ich werde mal hier meinen Verteidigungsding. Ah, ja, so geht das. Ah, nein, es geht nicht. Na, danke. Okay, also mit Verteidigungsmodus geht's. Verteidigungsmodus. So. Weil dann können sie nicht an einen ran. Oh. Was habe ich überhaupt gerade für... das ist ja geil. Wie es hier gerade verbrutzelt ist. Okay, ich erinnere mich daran, dass wir diese Stelle schon mal hatten. Aber ich weiß nicht mehr, wo es lang ging. Das ist scheiße. Entschuldigung. Es ist natürlich etwas doof. Mann! Hab ich mich erschrocken, ey. Au. Aua. Muss mal hier rückwärts schon nehmen. Wer ist süß? Komm, ich gebe den Headshot, wenn du mal stehen bleiben würdest. Kerok, du stehst im Weg. Wie er einfach mal die ganze Zeit im Weg stand. Ich glaub's ja wohl nicht. Kann es sein, dass wir jetzt an die Stelle kommen, wo ich letztes Mal, bitte. Ich brauche Hilfe. Nö, okay, doch nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt nochmal an die Stelle, wo ich mich entscheiden musste, in welche Richtung ich gehe. Und dann halt in die eine Richtung gegangen bin. Leider können wir jetzt nicht mehr in die andere Richtung gehen. Und ich habe gerade meinen Wecker nicht angemacht. Das ist doof. So, jetzt ist er an. Kerdok, wir müssen Ihnen helfen. Ja, das wussten wir ja schon, dass hier die Brücke, und das war das, wo sich das letztes Mal irgendwie verbuggt hatte, oder was weiß ich was. So ganz verstanden habe ich das auch nicht. Mir würde als positiver Aspekt schon reichen, wenn wir das hier überleben würden. Zerstöre die obere Brücke. Steht da irgendwas genaueres noch? Nö. Ja, ist die Frage, wie wir das machen. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt irgendwie hin. Weil letztes Mal hat es ja nicht geklappt. Hier sind ja noch Varger. Ja, ich sehe es schon. Alter. Kümmer dich doch um diese Bogenschützen. Alter, lass mich in Ruhe, Mann. Ich will dir helfen. So. Du wirst mich nicht abstechen, denn. 113 von... Hä? Was ist das jetzt? Headshots zählen echt mehr. Alter. Ha! Hier sind auch schon wieder welche. Was los hier ist, der sieht mich gar nicht. Wahaha. Ekelhaft, die sind. Aber die droppen zum Glück ganz viel. Ich wollte eigentlich das haben. Dann. Sammeln wir mal hier alles ein. Oh, 146. Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht. Aber hier ist ja noch eins. Und eine Truhe. Die kann man ja aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal gemacht habe. 160. Na bitte. Tatsche. Ich lese die ganze Zeit Tasche. Jetzt habe ich mich gerade gewundert. Hey, wieso haben die denn eine Tasche mit?
Mann. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, wie wir das hier machen sollen. Weil wir da hier ja nicht weiterkommen. Aber da hinten kann man offensichtlich auch hin. So. Schieb das. Und zwar mit Schmackes. Ja. Kann der helfen? Nee, kann ich dir nicht. Ach, wir können ja mal unseren Geisterführer nehmen. Ja, wir sind da. Wir sind genau hier, wo wir sein sollen. Und nun? Na toll. Ah ja, das ist doch blöd. Ernsthaft, ich verstehe es nicht, was wir hier machen sollen. Kann man das verschieben? Oh, nice. Das ist ein schöner Bock hier. Steckt da so der Pfeil drin? Mann, was soll ich denn damit machen? Hilfe. Falls jemand von euch eine Idee hat, sagt mir bitte Bescheid. Ach, oder, vielleicht ist hier irgendwo ein Feuer. Ja, vielleicht kann ich ja meinen Pfeil anzünden und dann den da drauf schießen. Ja, ach, warum komme ich da auch nicht früher drauf, ey? Passiert da jetzt was? Muss ich nochmal. Ah, jetzt brennt alles. Okay, cool. Jetzt haben wir aber immer noch nicht die obere Brücke zerstört, sondern nur hier den Weg irgendwie frei gemacht. Ach du Scheiße. Ja, okay. Aber immerhin haben wir es hingekriegt. Ja, darauf hätte ich ja auch mal früher kommen können, wenn wir da was entzünden müssen, dass wir dann vielleicht auch mal Feuer brauchen. Ja. Können wir das aufsammeln? Nee, schade, leider nicht. Ach, da kommt schon wieder einer. Der verbrennt voll. Ja. Er wird ihn abstechen. Du wirst ganz sicher niemanden abstechen. Dass das klar ist. Wir haben jetzt dich gekillt. Was, Pfeile? Komm hoch! Hopp. Ja. Was macht sie? Ach, ich mag das Spiel, das ist cool. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht. Nahkampf! Schwerter und Schilde! Aua. Hilf mir mal! Oh Gott. Ich habe noch zwei Regenerationsflaschen. Das ist so geil, dass die alle Gold droppen. So, wir sammeln hier erst einmal alles auf. Gott, ich hätte ja gerne ein bisschen mehr Leben. Also, weil, ne? Hier kann man nicht lang. Unsichtbare Wand, nice. Ja, wie ihr seht, ich bin fast tot. Und ich hätte gerne Leben. Hätten wir jetzt nicht hier ein paar... Thank you.
So. Das hat Spaß gemacht. Vollkommen verrückt, Elf. Hilf mir doch mal! Alter! Klingt nach Ballistafeuer. Hallo! Das wird ja immer besser. Ich dachte jetzt schon, er kommt hier nicht, um mir zu helfen. Ja gut, das haben wir geschafft. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Hä? Was war das denn jetzt? Okay, hier können wir nicht lang. Es ist ja auch immer so viele Wege gibt. Kann man hier... Ah, nee. Aber es gibt auch viele Wege, wo man einfach mal nicht lang kann. Oh, hier ist wieder was, wo wir einkaufen können. Und hier erzählt sie was. Aber wir werden erst einmal hier mit Seraphine reden. Okay, was können wir denn jetzt ausbauen? Arktischer Pfeil. Kampfmagie. Ach, ja, das war das, was ich nicht so toll fand. Wir haben 4 Kristalle. Wir holen uns mal das hier und legen das auf 3. Enter, bestätigen. Ja, und noch 2 Kristalle. Dann können wir hier auch noch was kaufen. Rüstungsdurchdringender Pfeil, vereister Pfeil. Nehmen wir mal den vereisten Pfeil, den finde ich ziemlich cool. So, dann haben wir jetzt auch alle Tasten hier voll belegt. Mehr Kristalle haben wir auch gar nicht. Dann wechseln wir mal zu Kerok. Den müssen wir ja auch ein bisschen ausrüsten. Ach, können wir noch nicht. Schade. Hebt Feinde. Ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Ich glaube, wir kaufen uns das einfach mal und dann gucken wir, was das macht. So, und dann wieder Kampfmagie. Wir haben noch 2 Kristalle. Das ist ja eigentlich genau das gleiche wie bei ihr. Dann können wir ja auch eigentlich... Ich weiß nicht, da ich eh nicht mit Kerok spiele, würde ich eher sein Schwert ein bisschen verbessern. Ja, hier fallen in die... Was soll ich mir darunter vorstellen? Ich weiß es nicht. Schwebende Gegner, ja, ist klar. Schwebende Gegner, aha. Nehmen wir uns mal das hier. Ja, schwebende was? Und so. Dann haben wir das alles schon mal ein bisschen verbessert. Und dann sind wir hier auch fertig erst einmal. So. Und dann können wir hier mit dieser Leiche reden. Tab. Tödliche Scharfschützen, die das Schlachtfeld... Ach du Scheiße. Und hoffst, dass jemand anders sie tötet? Mhm. Subi. Hätte mich nicht zeigen sollen. Hätte in Deckung bleiben sollen. Diese Vaga-Feuerwerfer und ihre Feuerpfeile. Nur ein Blick, nur um zu sehen, wo sie sind. Hätte mich nicht zeigen sollen. Also haben die hier Sniper quasi in diesem Spiel. Und wir können hier wieder... Ich hoffe mal, jetzt kommen hier keine Gegner. Wir können hier wieder tauschen und ein bisschen was aufsammeln. Das finde ich sehr gut. Mehr Heilung. Perfekt. Ja, das ist echt gut. Dann können wir das auch aufsammeln. Und ich hoffe, hier ist irgendwie Mana-Krug drin. Ja. Und hier können wir tauschen wieder. Aber das möchte ich gar nicht. Ich finde, mit ihr kann man ziemlich gut spielen. Und ich finde ihren... Ihr Schild sieht ziemlich kaputt aus. Warum? Warum ist seins noch so heil? Ach, seins ist einfach nur größer. Okay. Ja, gut. Ja, dann machen wir für heute aber auch erstmal Schluss. Mein Wecker hat geklingelt und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit Let's Play Hunted. Ciao, Leute.